Herzlich willkommen bei Chaos Lady und bei Pokémon Sonne. Da ich ja an Heiligabend Pokémon Sonne auf einen Nintendo 2DS bekommen habe, habe ich gedacht, mache ich mal ein Video dazu und ja, mal schauen, wie das so klappt. Im Endeffekt habe ich nämlich das Gefühl, die Recherche zu dem Spiel ist sehr, sehr aufwendig im Gegensatz zu Pokémon Go. Fangen wir zum Beispiel an mit dem Geheimgeschehen. Mit dem Geheimgeschehen kriegt man Event-Pokémon oder auch Items und das ist so seit der vierten Generation so üblich, dass darüber Pokémon oder Items verteilt werden. Bis 11.01. gibt es Mamfaxo, die Vorentwicklung von Relaxo. Ich hoffe, ich finde bald ein Pokémon-Center, um dieses Pokémon dann auch abzuholen. Übrigens gibt es dann noch zwei weitere Event-Pokémon. Das ist Magearana und Kuayutsu. Ich muss ehrlich sagen, die neuen Namen sind echt furchtbar schwer. Falls jemand eine Audioaufnahme zu diesen Pokémon-Namen findet, gerne unten in die Kommentare. Ja, an Heiligabend habe ich dann mal so über 2 Stunden Dialog, bis ich dann endlich selbst rumlaufen durfte. Das fand ich ein bisschen zu lang, muss ich ehrlich sagen. Klar, natürlich bin ich jetzt auch nicht die schnellste Leserin. Ich lese sehr aufmerksam, sehr langsam. Daher ist das jetzt auch kein besonders guter Vergleich. Aber ich denke, ich habe auch schon einen anderen Kommentar dazu gehört. Und da hieß es auch, dass die Dialoge doch sehr lang sind. Zurzeit bin ich jetzt halt noch auf der Route 1 unterwegs. Dort soll es aber ein Pichu mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% geben. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist genauso wie in Edition Blau im Wald, wo es ein Pikachu gab. Übrigens kann man mit diesem Pichu dann ein Pikachu oder auch ein Vonaira anlocken. Hochinteressant, also hätte ich das jetzt nicht gelesen, dann wüsste ich das jetzt gar nicht und das finde ich halt schon manchmal ein bisschen blöd. Weiß nicht, vielleicht habe ich auch einen Dialog vergessen zu lesen, um nochmal wieder auf die Dialoge einzugehen. Also bisher habe ich halt 9 Pokémon gesehen und 6 gefangen, die jetzt hier. Die ich euch hier alle dann gezeigt habe. Ja, vielleicht noch kurz zum Thema. Klar, ich habe dadurch, dass ich halt schon Pokémon Go und Ingress spiele und diese Spiele sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, werde ich wahrscheinlich nicht viele Pokémon Sonne-Videos veröffentlichen. Dennoch hoffe ich, dass ich mit meinen Infos euch weiterhelfen konnte. Und würde mich jetzt dann auch langsam verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Leute kennt, die das Spiel auch spielen und vielleicht Interesse haben, dann teilt es ihnen doch mit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.